Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina, der Stempelkeks. Heute möchte ich euch zwei Beispiele zeigen mit den Stanzformen Knallbonbonschachtel. Und zwar bin ich letztens noch mal wieder gefragt worden, wie ich das denn gemacht habe, dass dieses Knallbonbon ein stehendes Element wird. Weil ich habe bei mir im Workshop-Bereich ein Arrangement stehen. Da sind ganz viele von diesen stehenden Teilen drin. Habe ich mit Blumen bestückt. Ich mache euch ein Foto rein. Das ist jetzt hier unter der Kamera so schlecht zu zeigen. Und dadurch fällt halt immer mal wieder auf, wie ich denn diese Teile gemacht habe. Das möchte ich heute zeigen, weil es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Farbkarton. Ich habe mir das übrigens bei meinen Stanzformen einen Zettel reingemacht, dass ich, wenn ich ein komplettes Knallbonbon machen möchte, 12,5 x 15 cm brauche. Und wenn ich dieses Stehteil machen möchte, dann brauche ich nur 12,5 x 13 cm. Ich bin ja jemand, der mit dem Papier so ein bisschen aufpasst, dass man nicht so viel wegschmeißt oder unnötig zerschneidet. 12,5 x 13 habe ich mir hier schon zugeschnitten. Da ist 12,5. Also ich nehme mal in die Kamera. Mal 13 cm und bei der 13 cm Seite werden 2 cm gefalzt und auch umgeknickt. Also richtig umlegen, dass das Papier gleich nicht so im Weg ist. So, dann nehmen wir uns die Stanzform dazu und da muss ich jetzt mein Papier so auflegen, das soll meine Außenseite sein, so drauflegen, dass ich das hier oben natürlich die Schnittkante habe, die möchte ich haben. Und hier unten, diesen Knick, den brauche ich nicht mehr, den habe ich mir selber gemacht. Das heißt, ich lege jetzt mein Designerpapier so hier drauf. Bei Designerpapier habe ich halt den Vorteil, ich brauche es nicht dekorieren. Damit mir das nicht verrutscht, nehme ich hier so einen wieder ablösbaren Klebestreifen. So wie der aussieht, seht ihr, dass er schon einmal öfter benutzt ist. Dann lege ich das hier auf meinen Sandwich für die Stanzoprägemaschine. Platte 1, 2, dann kommt jetzt hier die Platte 3 oben drauf. Da lege ich meine Stanzform hin. Ruhig schräg, deshalb, weil dann die Walze von der Maschine nicht so übereinander wuppeln muss. So kann sich hier langsam drüber arbeiten. Das ist für die Walze in dem Gerät besser. So, jetzt habe ich hier mein Paket, hole eben die Maschine ins Bild. Für diese Stanzform braucht ihr die große Stanzprägemaschine. Da reicht die Mini nicht. So, und dann setzen wir das hier auf. Kurbeln das einmal durch. Dann stelle ich die Maschine auch schon wieder aus dem Weg. So. Das muss ich natürlich jetzt wieder abmachen. Ihr seht, ich habe jetzt hier nur ganz wenig Verschnitt. Das ist das, was mir gut gefällt. Aus den übrigen Stücken kann ich ja auch noch eine Karte dekorieren. Ich habe mir einfach mal hier in Karten eine Grundkarte hingelegt. Da könnte ich jetzt hier, das sind ja 5 Ausstanzungen, die so ein bisschen hier nett arrangieren. Ja, die Idee habe ich schon länger, aber ich habe immer noch keine Karte damit gemacht. Also da, ne, das kann man ja dann machen, wie man möchte. Jedenfalls muss man die nicht gleich verwerfen. Kann man auch noch was draus machen. So, wir wollten uns aber dieser Form widmen. Ich habe jetzt hier unten mein abgefalztes Stück. Das klappe ich jetzt wieder aus, weil das werden meine Bodenlaschen. Und gehe hin und falze einmal die anderen Linien, die ja mit Hilfe der Stanzform auch gleich drin sind. Es gibt hier keine extra Klebelasche, weil ein komplettes Element überklebt wird. So, jetzt brauche ich ja für den Boden Einschnitte hier unten rein. Das heißt, ich schneide jetzt hier, da wo ich jetzt geknickt habe, damit weiß ich ja genau, wo ich hin muss, schneide ich bis zu meiner Falz, die ich vorher reingemacht habe, ein. Unsere Papierschere schneide ich da so schön bis in die Spitze, damit sie das auch bleibt. Nach der Benutzung wieder schön, auf jeden Fall, bevor man sie wegräumt, wieder in die Schutzkappe rein. So, der Außenrand hier oben,
Und auch eine Falzlinie, wenn ich den knicke, wird er gleich ganz kantig. Wenn ich den nicht knicke, bleibt das so ein bisschen rund. Um euch den Unterschied zu zeigen, knicke ich das jetzt hier einfach mal. Da ist die Falz. Aha, so. Und da noch. Und dasselbe gilt hier für den Ansatz. Hier habe ich es nicht geknickt, hier auch nicht. Hier falte ich das jetzt mal mit Absicht, damit ich euch gleich den Unterschied zeigen kann. Und der Knick ergibt sich gleich von ganz alleine. So, ich hatte euch gerade schon gesagt, dass der Klebebereich eins von diesen Elementen ist. Und das muss auch bitte komplett mit Klebe, also die Bodenlasche noch nicht, aber dieses Seitenteil und hier, hier und auch da oben muss Klebe drauf. So, da wir eine ungerade Anzahl über haben, können wir es jetzt leider nicht wie oft machen, dass wir, ich halte das hier jetzt an dieser Klebelasche fest, auch die wir dann abgeschnitten haben, ist egal. So, dann kann man das jetzt hier gut übereinander setzen und reingreifen, soweit wie es geht. Und festdrücken. Falzbein passt da wunderbar rein. Kann man diese Doppellage einmal festdrücken. So, jetzt habe ich hier meine Innenteile. Den hier, den hätte ich vorher abschneiden können, habe ich jetzt vergessen. Macht nichts, ich mache es nach. Ich schneide das jetzt noch ab, weil das ist mir sonst einfach nur ein Weg. Also der eins, das, was unten drunter geklebt wird, könnt ihr vorher wegschneiden. So, jetzt ist das natürlich jetzt ein bisschen frickelig, das zuzukriegen. Und die Teile geben jetzt so nicht wirklich ein schönes Bild. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir zwei Kreise dafür zu Hilfe genommen. Ich habe jetzt hier die zwei kleinsten Kreise von den lagenweise Kreise genommen. Das ist dieser. Der passt da wunderbar. Wer hat, kann auch die 1-Inch-Handstanze nehmen. Das habe ich hier genommen. Aber wie gesagt, die kleinste von den anderen passt eigentlich sogar noch besser. Damit ich das jetzt hier irgendwie handeln kann, habe ich hier mich mal umgeschaut und habe was für mich gefunden, aber das hat halt nicht jeder zu Hause. Und dann ist mir die Idee gekommen, man kann ja auch einfach aus Farbkarton sich so eine Röhre machen. Ja, ich habe hier einfach ein Stück Farbkarton genommen. Den rolle ich jetzt einfach auf, damit das leichter zu rollen geht, kann ich den einmal über die Tischkante ziehen. Und wenn ich mir das jetzt so zusammenrolle, dass es auf jeden Fall hier noch reinpasst, und da jetzt einfach zuklebe, ich nehme jetzt da einfach ein halber Klebestreifen, nicht doppelseitigen, sondern hier so einen normalen. Geht ja nur darum, dass es hält. So, und habe jetzt hier einen Unterbau, der mir hilft. Ich stecke nämlich jetzt das Kopf über hier rein. So. Und nehme mir einen von den Kreisen, mache hier Klebe drauf, auf ein Stück. Bitte nicht bis ganz an die Kante, weil dieser Kreis geht zwar ziemlich weit, aber nicht wirklich bis an den äußersten Rand. Ne, ihr seht hier, wenn ich das jetzt hier so rein ansetze, anklebe, bis an die Kante knapp dran muss ich machen, weil ich habe ja vorhin gesehen, wie groß der Kreis ist. Und jetzt kann ich den einfach nach innen umklappen. Und damit ich da einen Gegendruck habe, habe ich mir halt unten drunter die Säule gebaut. So, jetzt kann ich hingehen, mache eins der nächsten Felder voll Klebe. Jetzt habe ich einen Überblick, bis wo ich da Klebe ranmachen kann. Und so forme mir das jetzt hier so ein bisschen drumherum. Ich mache nicht nebeneinander, ich mache eher gegenüber so ein bisschen, was bei Fünfeck natürlich nicht ganz einfach ist. Aber, dass ich das nicht so verschieben kann. Und so habe ich dann schön das unten ausgerichtet. Jetzt kann ich das so lassen oder ich mache da noch einen zweiten Kreis gegen. So habe ich einen schönen Abschluss, eine einheitliche Standfläche und hier, wie gesagt, damit kann ich das gut andrücken und umdrehen und natürlich auch damit gut festdrücken. Diese Röhre könnt ihr euch ja verwahren, man muss sie nicht jedes Mal neu basteln. Und jetzt habe ich mein Teil auch schon fertig. Zum Zusammenbinden
nehme ich gerne unser Saumband in Knitteroptik. Das kann ich hier einfärben mit Stamping Blends in den Farben, die ich möchte. Ich mache das jetzt hier einfach mal drumrum. Ich mache wieder die Schleife oben rum, damit ich das hier. Na, die beiden Schleifenbänder wieder unten habe. Da habe ich auch schon ein Video zugedreht, wie man das machen kann, dass die Schleifenbänder tatsächlich nach unten zeigen. Ich verlinke euch das oben in der Ecke, dass ihr das findet. So, und dann werden die Ecken noch gekürzt, die Enden. So. Und schon habe ich wieder eins fertig. Für diesen ganzen Kreis braucht ihr übrigens 1, 2, 3, 4, 5, 12 Stück. Aber das lässt sich gut handeln. Vor allem, wenn ihr das große Paket Designerpapier habt. Was es ja jetzt auch in der Celebration gibt, genannt fröhliche Muster. Da ist ja ein Riesenpaket mit 48 Blatt Papier. Da habt ihr reichlich. Und 4 von jeder Sorte. Da kriegt man dann also auch auf jeden Fall genug raus. Hier, da ist es. Auf der Seite 14. Da kann man also dann auch gerne wieder noch so ein für Blumenarrangement oder eben auch für jegliche andere Ideen was machen. Das war heute meine Idee für euch. Die Standbox aus den Standsformen. Knallbonbon. Könnt jetzt noch einen Lutscher oben reinstellen. Achso, was ich euch noch zeigen wollte, ist der Unterschied. Ihr seht, hier habe ich die Kante richtig geknickt. Und auch hier habe ich sie richtig geknickt. Da sieht man es auch richtig kantig. Hier habe ich es nicht geknickt. Man sieht, dass das hier so ein bisschen, ja, nicht so kantig als ist. Ne? Es ist so ein bisschen rund gebogen. Hier sieht man das noch ein bisschen mehr oben am Rand, dass es eben nicht richtig fest geknickt ist. Das ist Geschmackssache. Ihr könnt machen, wie ihr möchtet. Ihr müsst nur bedenken, wenn ihr was einfüllen möchtet, natürlich auch bei dem kompletten Knallbonbon, dass hier Öffnungen sind. Also mit Mini-Konfetti füllen ist ein bisschen schwierig. Alles, was größer ist und da nicht durchfallen kann, natürlich herzlich gerne. Und dann kann man natürlich diese Teile auch nehmen, um da zum Beispiel ein bisschen hier reinzutun. Dann würde ich aber unten noch was Schweres reinsetzen. Das gibt natürlich sonst Übergewicht. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie gesagt, 12,5 x 13 bei 2 cm Falzen für das Standbonbon. Und 12,5 cm mal 15 cm, wenn ihr die komplette Schachtel machen wollt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis demnächst, euer Stempelkeks, Christina.